Okay, jetzt haben wir Medicine Ball Streck. Aber ich strecke eher nicht so tief, deswegen habe ich den Massagehol. Das ist mein Bild. Dynamik Auswahlschritt. 1, 2, der ist das schon. Das ist ein Streck, weil mein Oberkörper geht mit. Okay? Das ist kein Streck. Mein Oberkörper bleibt aufrecht. Okay? Deswegen sage ich Streck. Wieder zurück, Auswahlschrittwechsel, Streck. Ne? Kostet mir Geschwindigkeit und Körperspannung. Wieder zurück, Streck. Wieder zurück, Streck. Man kann es auch so machen, ne? Streck. Das ist eine ordentliche Laststeigerung. Weil du hast die Bizeps und Triceps raus. So, und immer wieder. So, die beiden sind gut. Du kannst die immer wieder abwechseln. Okay? Streck. Man muss mir nicht so viel Zeit verlieren. Bei gedrückter Übung zeigen. Du kannst entscheiden. And streck. And streck. Okay? Bei diesen Übungen 10 pro Seite. Weil das geht überall in den Muskel. Okay, bitteschön. Und ist klar, das ist 4,5 Kilo. Ich erwarte nicht, dass du das bewegst wie ich. Wird toll, wenn du das kannst, natürlich. Und, in einem Jahr? Ja, immer ein bisschen der Dorn, die Kampf. Entschuldigung. Okay. Deswegen habe ich gesagt, hier. Ah. Bei der Tiefe runter, wie krasser das ist. Dann kann ich das eventuell auch. Vielleicht, okay? Alright, here we go. 1. Direkt dahin. 2. Okay. Was wichtig ist für mich, ist nicht nur dein Oberkörper, aber deine Beine. Die müssen die Kraftübertragung in der Dynamik auch stabilisieren können. Das meine ich. Kraftübertragung in der Dynamik. Weil da ist nicht nur hier unten was los, aber der oben auch. Now, lässt der Rumpf leicht mitgehen, streckt der Rumpf, jawohl. Merkst du Unterschied? So, das ist noch eine Steigung mit dem Streckdynamik, mit dem Druckbewegung und den Ziehenbewegung zusätzlich. Now, wieder ein anderer Hebel, ein statischer Hebel, das fordert der Rumpf noch mehr, weil der ist ständig da vorne. Und Pause, das war's. Super, super Job. Okay.